Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ja, wir wollten jetzt eigentlich nur noch die Nachrichten lesen. Jo, wir haben ein paar, die wir jetzt noch bekommen haben. Ein Asari-Trupp steht bereit. Commander Shepard, vor einer Stunde hat das Asari-Oberkommando Ihnen meinen Trupp unterstellt. Wir werden bis zum Einsatz bei der zweiten Flotte mitfliegen. Eine persönliche Anmerkung. Ich kannte einige der Elite-Soldatinnen, die in dem Kloster ihr Leben verloren haben. Nichts kann sie zurückbringen. Aber dass der ganze Laden in die Luft geflogen ist, war die einzig gute Nachricht der letzten Woche. Bereit zum Dienst, Captain Corinne Lemaise. Okay, und Samara ist unterwegs zur Flotte. Zur Front, nicht zur Flotte. Shepard, ich habe meine Angelegenheiten auf Lassus erledigt. Ich würde Ihnen gerne anbieten, wieder mit Ihnen auf der Normandie zu reisen. Aber der Kodex schreibt vor, dort am Kampf teilzunehmen, wo die Lage am schlimmsten ist. Während Sie Ihre entscheidende Arbeit leisten, werde ich mein Bestes an der Front geben. Vor meiner Abreise kehre ich zwecks Vorbereitung noch einmal kurz auf die Citadel zurück. Falls es nicht mit Ihren Pflichten kollidiert, finden Sie mich dort. Samara. Ja, richtig. Wir wollten ja noch auf die Citadel. Jacob Taylor will sich auch mit uns treffen. Na toll. Dieses Tegel-Projekt ist der Wahnsinn. Bryn und die anderen arbeiten rund um die Uhr daran. Ich muss in Kürze zur Citadel, um Ausrüstung im Krankenhaus abzuholen. Wir könnten uns treffen, wenn Sie Zeit haben. Auf Galax war alles so chaotisch. Ich würde gerne mal in Ruhe mit Ihnen reden. Hoffentlich sehen wir uns, Jacob. Und Informationen zum Tegel von Bryn Cole. Nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage auf Galax rausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großartiger Mann und es ist ein Privileg für ihn zu arbeiten. Der Bau des Tegels bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, aber mein Team und ich sind entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mit freundlichem Gruß, Dr. Bryn Cole. Ja, so kann man hier nicht arbeiten. Gut, ich denke, wir sollten vielleicht doch, bevor wir uns jetzt den Quarianern widmen, noch einmal zurück zur Citadel fliegen. Wir haben jetzt da noch einige Treffen, die wir abhalten müssen. Und, ja, ich habe hier noch gar nicht alles gescannt. Flieg mal hier hin. Nämlich, ich glaube, unsere gesamte Crew möchte sich mit uns auf der Citadel treffen. Und, ja, Miranda, glaube ich, auch. Die hat, glaube ich, auch Informationen wieder zu ihrer Schwester. Und ich denke, ja, das sollten wir vielleicht doch tun. So, ich hoffe, die Reaper, die ich hier vorhin rausgescheucht habe, die sind jetzt mal wieder weg. Ja, gut, okay. So. Ja, da ist sie schon. Wo fliegen wir denn zuerst hin? Ich denke, wir fangen im Präsidiumsunterhaus einfach mal an. Benötigen Sie einen Transport? Und dann arbeiten wir uns sozusagen von unten nach oben vor. Ja, also je länger die Reaper in der Galaxie ihr Unwesen treiben, desto mehr Flüchtlinge kommen auf die Citadel. Und wie Idi gerade schon festgestellt hat, es wird immer schwieriger, dadurch zu navigieren. Ich glaube, ich weiß, von welchem Projekt Sie sprechen. Und ich habe eine Hesperia-Statue in Bucht D24. Commander Shepard, das ist ja fantastisch. Ich lasse Sie umgehend zum Projekt schicken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Die habe ich scheinbar auch irgendwo unterwegs gefunden. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Ach, guck mal hier. Schilde plus 10%. Wenn sie es das letzte Mal nicht mehr leisten können, oder? Ist die neu? Willkommen bei Canala Export. Wir freuen uns. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir sie uns jetzt zugelegt. So, wir laufen mal ein bisschen schneller. Wir waren ja hier jetzt schon oft genug und kennen uns jetzt schon ziemlich aus. So, ich glaube, Liara... Nee. Doch, Liara wollte sich auch mit uns treffen, aber die ist irgendwo vorne. Und Kaidan? Ach, da ist er ja. Wundert mich, dass es noch Zutaten für so eine Speisekarte gibt. Wir sollten besser nicht fragen, wie.
Oder woher? Schön, dass wir Zeit für sowas finden. Meine Psyche hängt in den Seilen. Es war alles ziemlich verrückt. Auf dem Mars lief mein Leben vor mir ab. Und da waren zu wenige Momente mit Menschen, an denen mir etwas liegt. Wie fühlen Sie sich zurzeit? Bereit für alles, was die Reaper aufbieten. Und dankbar, dass Sie sich mal eine halbe Sekunde hinsetzen und entspannen. Ja, es ist ein guter Zeitpunkt, mal offen miteinander zu reden. Was trinken Sie? Wenn Sie gutes Wetter machen wollen, nehme ich auch noch ein Steak-Sandwich. Also? Whisky und ein gutes kanadisches Bier. Ob die sowas haben? Wohl eher batterianischen Schadwein. Bei meinen Eltern in Vancouver habe ich auf ihrem Balkon über der English Bay eine Menge Bier getrunken. Ja. Wunderbare Aussicht. Aber wissen Sie was? Ich glaube, wir haben gute Chancen. Ach ja? Dadurch schlafe ich nachts besser. Schlafstörungen, Kaidan? Nur ein bisschen ruhelos. Da plant man eine Karriere, konzentriert sich darauf und plötzlich geht die Welt unter. Und es ist zu spät, um jemanden zu finden. Jemanden? Wir sind schon lange befreundet, Shepard. War ich mit jemandem zusammen? Ich bin wählerisch oder geduldig oder... Ich weiß nicht. Was ich nie gefunden habe, was ich will, ist etwas Festes mit jemandem, an dem mir bereits etwas liegt. Das ist mein Wunsch. Was wollen Sie? ja, das ehrt uns jetzt natürlich. Also ich habe ja schon gesagt, Kaidan ist im dritten Teil auch eine Romanze-Option für männliche Shepherds. Wir belassen es aber mal bei der Freundschaft. Wenn ich jetzt ein weiblicher Shepherd wäre, wäre das was anderes. Tut mir leid, aber wir sollten uns aufs Berufliche beschränken. Na klar, kein Problem. Ich verstehe. Aber... Also, Sie sollen nur wissen, dass ich Sie als Freund betrachte. Als guten Freund. Ich habe mir das weniger peinlich vorgestellt. Sie sollten nur wissen, dass ich Sie als Commander bewundere und dass ich Ihre Freundschaft schätze. Wir sind wie Brüder, Kaidan. Ich bin froh, zur Crew zu gehören. Wie war das? Psyche in den Seilen? Genau so ist es. Wir sind wie Brüder, Kaidan, nenne ich mal die übelste Form von der Friendzone. Muss ich schon sagen. Also ich glaube, wenn er sich echt übelst in unseren Commander Shepard hier verschossen hat, dann war das wahrscheinlich so ziemlich das Schlimmste, was er ihm hätte sagen können. Aber naja, was soll's. Ihr Name ist Tashia Paray. Wenn wir jetzt ein weiblicher Shepard gewesen wären, hätten wir hier die Romanze weiterführen können, beziehungsweise mit umgekehrt mit Ashley als männlicher Shepard natürlich auch. Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tashia. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Ja, das war das Log, das wir im Kloster gefunden haben. Nahkampfschaden wollen wir nicht erhöhen. Wir sollten Ihr Sortiment erneuern. So, mit Lehra können wir, glaube ich, auch sprechen. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne Gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich.
Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Ja, auch hier bleiben wir nur Freunde. Das wäre schön. Und vielleicht werden Sie nach dieser Sache ja sesshaft. Sie können sich ein bürgerliches Leben bei mir nicht vorstellen, oder? Nein, aber deshalb sollten wir unbedingt in Kontakt bleiben. Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen? Genau das. Ja, also vor Angeboten kann sich unser Shepard jetzt natürlich kaum mehr retten. Willkommen bei Sippertin Waffen. Aber danke, dass Sie bei Sippertin wir hoffen ja immer noch, dass Tali zurückkommt. Denken Sie daran, dass alle Käufe bei und da wir jetzt als nächstes die Quarianer besichtigen, könnten wir die Chance dazu bekommen. So, Miranda ist aber, glaube ich, nicht hier. Nee, gut. Dann gehen wir jetzt als nächstes, glaube ich, ins Huerta Krankenhaus. Und dort sollten wir dann auf Jacob treffen, der uns wieder tolle Sachen erzählen kann. Spektrumstatus erkannt. Einen Moment, bitte. Jetzt kommt nämlich eigentlich der Oberhammer vom Oberhammer. Ich habe ja schon gesagt, als weiblicher Shepard, wenn man eine Romanze hatte, dann geht der gute Jacob einfach mal fremd. Voll okay, finden alle super. Und dann, tja. Hey Shepard, schön Sie zu sehen. Ich weiß, wie es im Moment zugeht. Stimmt, daher muss man jeden Augenblick auch nutzen. Was ist mit dem Tegel? Das Projekt ist wahnwitzig groß. Und diese brillanten Köpfe arbeiten alle Tag und Nacht daran, es hinzukriegen. Sie sollten wirklich sehen, wie sie alles mit gesenkten Köpfen Stück für Stück zusammensetzen. Wir werden diesen Tegel bauen, Shepard. Und dann gewinnen wir dieses Ding. Das spüre ich. Sie auch? Ja, sicher, ich spür's. Und ich zähle auf Sie und alle anderen. Es muss klappen. Das wird es. War interessant, Brynn kennenzulernen. Wie geht's dir? Sehr gut. Es ist schön, Sie bei der Arbeit zu beobachten, ohne dass die Sorge um die Kolonie Sie ablenkt. Und Sie beide? Wir bekommen ein Baby, Shepard. Wow. Meinen Glückwunsch. Es war nicht geplant, aber ich freue mich drauf. Ich werde ein besserer Vater sein als meiner. Alles richtig machen. Es ist... ein weiterer Grund zum Kämpfen. Kann man wohl sagen. Brynn will das Kind nach Ihnen benennen. Wirklich? Ja. Shepard. Das ist schön. Ja. Ich werde Sie ausreden. Nichts für ungut. Schon okay. Gut. Ja, und auch wenn die beiden eine Beziehung hatten vorher, also weiblicher Shepard und Jacob, schlägt sie trotzdem vor, es nach Shepard zu benennen. Nein, das ist kein Frauending. Ich finde das einfach der Oberburner, aber gut. Ich benenne einfach mein Baby nach meiner Ex-Freundin oder meinem Ex-Freund. Total. Finde ich total dufte. So, wie geht's Jacob? Fragen wir ihn. Und wie läuft's bei Ihnen? Noch zufrieden mit Ihrer Arbeit? Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Keine Lust, wieder auf die Normandie zu kommen? Hoffentlich schon, nicht. Shepard. Aber nein. Sie arbeiten also am Tegel. Ich bin zwar klug, aber nicht so klug. Hackett hält mich trotzdem ganz schön auf Trab. Wie geht's ihm? Er hält durch. Ich glaube, einen härteren alten Kerl als ihn gibt's gar nicht. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch. Man muss solche Momente nutzen. Ich mag das. Und nochmals danke, dass Sie alle lebend rausgebracht haben. Machen Sie es gut, Jacob. Sie auch, Shepard. Ich werde an Sie denken. Passen Sie auf sich auf. So, jetzt sind wir ihn vorerst mal los. Gott sei Dank. Nee, ich mag den Typ einfach nicht. Ich habe es ja jetzt ungefähr schon 100.000 Mal gesagt, aber es ist einfach so. Es ist einfach so.
Gut, jetzt überprüfe ich hier, ob wir noch irgendwo auf irgendeinem Planeten was gefunden haben, was wir jetzt abgeben können. Ja, tatsächlich hier. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Ich habe das hier auf einer Cerberus-Station gefunden. Ein Gift, das speziell für Turianer entwickelt wurde. Zeigen Sie mal. Ja, ich glaube, das ist es. Damit sollte es uns möglich sein, ein Gegengift zu entwickeln. Danke. Damit hat der General vielleicht eine Chance zu überleben. Bitte. Also wir sehen jetzt auch schon im Huerta-Krankenhaus, stapeln sich mittlerweile die Verletzten auf dem Flur und ja, da vorne ist es auch schon wesentlich voller, wo wir gerade mit Jacob gesprochen haben. Ja. Und wir bekommen es also langsam wirklich mit ziemlichen Problemen zu tun. Vektorstatus erkannt. Einen Moment bitte. In der Bar wollte da jemand mit uns reden? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber eventuell können wir irgendwo was abgeben. Das könnte natürlich sein. Das sollten wir auf jeden Fall nicht. Ich habe Berichte über einige der Dinger gesehen, die du bekämpfst. Naja, ein Reaper hätte. So, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir hier nochmal eine Mission von denen. Die müsste dann aber, glaube ich, schon aufgehen. Scheint aber nicht so zu sein. So. Da unten ist weiterhin die gute Aria. Hier können wir wahrscheinlich. Ich habe einige Texte aus einer Bibliothek im von Reapern kontrollierten Raum mitgebracht. Ich lasse sie in Bucht D24 für Sie bereitstellen. Vielleicht hilft das ja weiter. Wirklich? Nun, verdammt. Schaden kann's nicht. Danke. Vielleicht fällt den Asari dann wieder ein, wie man kennt. Hoppla, da ist mir die Maus ausgerutscht. Okay, hier können wir auch nichts abgeben. Aha. Hey, Commander! Ich wollte gerade noch eine Runde holen. Bin gleich zurück. Sie beide scheinen Spaß zu haben. Ja. Seit Joker und ich uns auf eine Beziehung geeinigt haben, lächelt und lacht er deutlich häufiger. Ich glaube, dass er glücklicher ist. Sie beide scheinen ein gutes Paar abzugeben. Ich weiß nicht. Als sich Jeff zum ersten Mal diesen Körper zeigte, hielt er Abstand. Wirklich? Was hat er gesagt? Dass ich keinem weiblichen Ideal entsprechen müsse, um ihn zu beeindrucken. Ich habe gesagt, das sei dummes Zeug. Und wir haben ganz normal weitergeredet. Nach ihrer Ermutigung veränderte sich seine Einstellung. Er sagte, er habe gezögert, aber sie hätten ihn überzeugt, ranzugehen. Ich habe nur nachgeholfen. Verstehe. Danke für Ihre Unterstützung. Das alles ist eine überaus erhellende Erfahrung. Ja, düß, die beiden. Commander Shepard, vielleicht kann ich helfen. Das Banner des 1. Regiments wartet in der Bucht D24 auf Sie. James ist wahrscheinlich weiterhin Poker spielen. Ja, alles klar. So. Ah ja, hier können wir eben mal was trinken gehen. Okay, hier ist aber hier oben sonst nichts. Dann gehen wir jetzt in die Botschaften. Ich weiß nicht, kommen. Ich glaube, die Botschaften kommen zuerst, ja. Denn ich glaube, Miranda muss über ein gewisses Portal, eine gewisse Konsole kontaktiert werden. Die ist nicht direkt auf der Citadel unterwegs. So, mal schauen, ob wir hier oben irgendwo was abgeben können. Nö, sieht nicht so aus. Ach, guck mal, hier steht aber Samara. Ich hatte gehofft, Sie kommen. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Falaire ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit Ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als Sie.
Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard, vergewissern Sie sich von der Stärke Ihrer Truppen, bevor Sie losziehen. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Der Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Sehen Sie das auch so? Sie haben einen Reaper auf der Citadel und einen auf T'Chanka getötet. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Kommt Valer in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Valer. Es war schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Valer einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Viel Glück, Samara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Und mit diesen schönen Worten beende ich den Part und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten wieder dabei und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.